Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich bin nochmal in den Nexus. Ich wollte eigentlich gleich weitermachen im Sumpf, aber ich dachte mir, klapperst du nochmal die NPCs ab und seht mal, ich habe was gesehen. Ja, hier, die Verbandenrüstung. Das ist von den zwei Typen, die ich besiegt habe. Der eine mit dem großen Schwert und der mit der Keule. Die Rüstung der Wachhunde von Pharaons Feste. Nachdem die Wächter des Abgrunds zu Aschefürsten geworden waren, geronn das Wolfsblut und Pharaon wurde von einem eiternden Wald verzehrt. Im Inneren des Waldes befehligt ein ausgezehrter alter Wolf die Wachhunde, um die Unversehrtheit der schlafenden Krieger zu verteidigen. Vermutlich waren die Verbannten selbst Wachhunde, denn Pharaon war schon immer ein Land der Vagabunden. Ja. Die sind vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber auch ein bisschen schwer, ne? Ich schau mal ganz kurz, ich wollte vielleicht das Claymore auf eine andere Waffe umschmieden. Also es ist eine andere Waffe, ich will sie durchwirken. Und dann, guck mal. Hier, schwerer Edelstein macht die Stärke-Skalierung. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ein Beichtstein. Ich glaube, der Beichtstein macht es halt wieder in den Ursprungszustand. Gesegneter. Nee, was waren das nochmal? Schwer? War beides scharf, war Geschicklichkeit. Oder? Krut. Krude entfernt die ganze Skalierung komplett. Okay, ich dachte eigentlich, eins war, was beides verbessert hat. Zumindest bei meinem Langschwert hier war das so. Scharf. Naja. Was haben wir noch? Das Großschwert. Verbandengroßschwert. Ist das eigentlich stärker? 146? 159? Nee, dann ist das wohl besser. Krass. Nee, ich werde es vielleicht mal testen hier, das Großschwert. Ich weiß, es ist eine Lame-Waffe und so weiter, aber... Warte mal, werde ich es auch gleich verbessern hier. Zack, komm her. Ah ja, Waffe verstärken. Okay, das ist so teuer hier, ne? Die haben es auf jeden Fall teurer gemacht. Das ist um einiges teurer geworden, das Upgraden, was Materialien angeht. Bei den Seelen kann ich es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Das habe ich nicht so im Kopf. So, dann erstmal zack, zack. Das lassen wir mal. Zack. Kann ich eigentlich alles weg? Habe ich alles schon gezeigt, glaube ich. Die Armbrust kann weg. Das lasse ich mal. Kann eigentlich auch alles weg, oder? Das ist jetzt vielleicht ein Fehler, wenn ich die ganzen Schilde wegpacke. Und die Rüstung weiß ich auch noch nicht so genau, ob ich das tun sollte, weil vielleicht brauche ich ja eine gewisse Schadensresistenz bei einem Boss oder so. Ach, naja. Verkürzt Zauberwegzeit, genau. Ja, das ist cool, dass man den so früh kriegt. Gut, kann ich ja was tun? Nein. Wir gehen zurück in den Sumpf. Zu den Ruinen der Feste. Es wird mal langsam wieder Zeit für den Boss, oder? Wie groß ist denn das Spiel, sag mal? Das ist jetzt schon... Jetzt locker mal... Wann habe ich den Baum gemacht? Sagen wir mal 10 Parts? Nee. Doch, vielleicht. Egal. Auf jeden Fall, das ist schon lange her, dass ich mal was Richtung Boss gesehen habe. Um ehrlich zu sein, möchte ich aber auch nicht gegen Boss kämpfen mit den Frames. Das wird kein Spaß. So gar nicht, ne? So gar nicht. Ich plopp mal hier wieder schön eine Glut. Weil Glut ist gut, ne? Glut ist gut. Und jetzt werde ich auch mal wieder meine alte Rüstung anziehen. Ich hoffe, das klappt mit dem Claymore. Oh, der ist halt echt leichter. Die Balance ist aber auch viel geringer. Naja. Achso, ich soll doch bitte nochmal das hier vorlesen. Hier. Die Lothric-Ritterrüstung. Die Rüstung eines gefeierten Ritters von Lothric. Dieser Mantel der Abgrenzung fällt fast schon auseinander. Der Ritter repräsentierte schon seit Urzeiten eine der drei Säulen und nimmt einen der Plätze neben den Lindwürmern als Symbol von Lothric ein. Nur jene, die über die Entschlossenheit solcher Ritter verfügen, sind stark genug, so einen Gegenstand zu tragen. Das bin ich wohl. Ach Gottchen, ich bin schon über 80%. Das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist nicht gut. Das ist genau 70. Oh, das mal. Schnieke sehe ich jetzt aus, ne? Na, wir versuchen es mal mit der Ausrüstung. Wahrscheinlich ist es dann doch nicht so geil. Eigentlich könnte ich das Feuerschwert ja auch mal langsam weglegen. Ich meine, was hat denn das? 146? Nee, das ist auf jeden Fall noch um einiges besser. Ich müsste meine Geschicklichkeit und Stärke halt mal hoch. Dann lohnt sich das jetzt auch mal, weil ich habe ja die ganze Zeit darauf verzichtet, Stärke und Geschicklichkeit zu hoch zu skillen. Trotz Quality Spec.
Weil ich habe halt einfach noch keine Waffen dafür gehabt. Da beten sie wieder. Da beten sie wieder. Und du bist der Chefzauberer, ja? Übrigens, die Leute zum Ragen habe ich gehört. Naja, ihr wartet nur drauf, bis euch wieder Flügel wachsen, ne? Muss der Maddie erst rülpsen kommen? Ja, muss er erst, ne? Ah. Ja, du dreckiges Vieh. Ah. Ja. Oh, guck mal. Eine Stichattacke, zweihändig. Das ist ja interessant. Eine zweihändige Stichattacke. Du lebst ja auch noch. Die sehen so verknurpst aus, also man weiß halt nicht, ob es jetzt noch lebendige Viecher sind oder nicht. Ich gehe nochmal kurz darauf. Ich weiß, im Sumpf gibt es noch mehr zu entdecken, aber... allein schon, wenn es die Items sind, die ich jetzt habe liegen lassen, ich weiß, das ist auch mir so ein bisschen... ein Gräuel, das ist schwierig für mich, das zu tun, aber... ich bin ja sehr gründlich, was das angeht, hoffe ich. Gut. Ja, dann. Ne, hier sind doch bestimmt noch ein paar... ah, guck mal, das haben wir von oben gesehen, diese Wege. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt irgendwo runterspringe, komme ich an die beiden, die da oben drauf lagen noch. Die Items. Ist aber gar nichts mehr. Nee, lass mal. Wenn ich da jetzt nämlich runtergehe, dann muss ich wieder die ganzen Viecher bekämpfen und sowieso wieder rauflaufen. Da ist noch nichts. Oha! Die feiern gerade eine Giftparty und irgendwie mögen die sich einander nicht. Oh, ja, das sind die Dark Wraith. Die Dark Wraith räumen da gerade ein bisschen auf, ne? Finde ich aber ganz gut, dass sie das machen. Oh, guck mal, hier ist wieder Zucker, du. Hier ist wieder der Zuckerguss! Der Performance. Hä? Sag mal. Ach nee, das muss ich entzünden. Ich dachte da... Ja. Ich dachte, hier war ich schon. Das sah so entzündet aus. Nun gut, dann weiß ich Bescheid. Gehen wir nochmal zurück. In den Ruckelsumpf. Ah, das ist furchtbar. Da, guck. Wie ist das Wetter heute? Ja, ein bisschen ruckelig. Ja, kenne ich. Ist scheiße, ja. Musst du gucken. Oh, hi. Wollen wir tanzen? Ich kenne nur den Feist-Tanz. Des Todes. Und Eurythmie, aber das zeige ich dir nicht. Ich kann auch Bruga tanzen. Ja. Wir können uns richtig schön staggern, die Jungs. Komm her. Oh, das war ein bisschen zu spät. Oh, kacke. Naja, willst du mir wieder Seelen absaugen, ne? Beziehungsweise Menschlichkeit war das ja eigentlich. Ey, es ist so beschissen. Ich kann gar nicht, ne? Ich kann gar nicht wirklich parryen. Oh, oh. Nein. Ach, mach doch mal den Scheiß jetzt. Meine Güte, das sag ich ja. Es ist kacke von der Performance. Und das macht bei mir aber nicht so viel Schaden wie bei Modric. Wenn ich etwas schade. Oh Gott. Hau ab jetzt. Er macht mir gerade richtig Angst. Wisst ihr das? Oh. Ich dachte schon, er macht eben den... Get over hier von Bruce Lee so ungefähr, ne? Meine Fresse. Wie bin ich aber auch schlecht gegen die. Staggern ist hier nicht gegen die Jungs. Ja. So ein Scheiß aber auch. Lassen die das jedes Mal fallen? Tatsächlich. Krass. Eine Titanitscherbe. Eine Glut. Also so langsam bekomme ich hiervon ziemlich viel, ne? Hat wahrscheinlich auch Sinn. Hi. Jetzt ist aber mal gut, Mensch. Ja, eins rette mich. Immer das liebe R1. Schwarzes Käferkügelchen. Ich glaube, das ist gegen Dunkelheit.
Vermute ich jetzt. Ja, das hatten wir schon. Das ist aus menschlichem Fett oder was war das, ne? Ekelhaft. Ja, ich weiß nicht, vom Swing ist es mir ein bisschen zu langsam, aber es hat halt einen richtig guten Schaden, das Claymore. Oh, ich riech da einen Boss, wisst ihr das? Komm, Backstabben ist auch schön. Macht Spaß, ne? Ja, macht Spaß. Ich würde mir trotzdem gerne mal eine bisschen schwere Rüstung anziehen. Das mache ich jetzt auch einfach. Die habe ich schon, die Lothric. Also des gefallenen Ritters. Dann haben wir noch... Ja, nee, lassen wir das. Ups, das passt so. Okay, na, das wird... Das wird spannend jetzt. Oder auch nicht, weil wir noch in der Vorhalle sind. Oder doch? Oh, der gefällt mir schon mal. Ihr wisst ja, die kleinen, so ungefähr so großen wie wir, das sind die größten Ärsche. Wop. Ja, ich beobachte ihn erstmal ein bisschen, ne? Muss man machen. Oh, Vierer-Kombo, schön. Der Wächter des Abgrunds, komm her. Oh, das ist etwa eine Schockwelle. Kommen zwei oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich vermute mal ja. Alles klar. Das ist jetzt kein Ornstein und Smaug. Ach du Scheiße. Oh, die kloppen sich gegenseitig. Das ist ja schön. Ich muss, glaube ich, nur den richtigen erwischen, ne? Eieiei. Netter Typ. Ja, und da kommt der nächste. Ich denk's mir schon. Krass, seht ihr das Schwert? Hat ja ein bisschen was von Artorias Klinge, oder? Und ich wette, jetzt geht der Kampf erst richtig los, Mensch. Oh! Ja gut, dann, gut, dass ich reagieren konnte. Oh, Kacke. Muss mal an der Nase kratzen. Kannst du mal aufhören, Kumpel? Darf ich mal an der Nase kratzen? Meine Fresse. Oh Gott. Krass. Au. Ich hab mich sofort staggert. Wow. Mal ein bisschen beobachten, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich den parieren kann. Ich schätze einfach mal nicht. Aber er ist sehr, sehr leicht zu staggern, merke ich.
man sollte nicht nach hinten ausweichen bei dem. Ist gut zu wissen. Oh, Kacke, ich hab's gewusst. Nein, ich hab's nicht gewusst. Jetzt hätte ich da anders reagiert, Mensch. Einfach immer mal zupieken, ne? Au. Ich merke schon, der Dolch ist jetzt nicht so das Gefährliche an ihm. Das ist halt wirklich sein Zweihandschwert. Also sein Artorias-Schwert quasi. Na komm, mach das wieder. Ja. Oh, das war ein Fehler. Oh, das war ein riesiger Fehler. Okay, ja, ja. Oh, Kacke, jetzt legt er los hier. Ja, gut. Okay, also die Kombos habe ich jetzt so langsam schon mal drin, glaube ich. Oh, das kenne ich noch nicht. Oh, oh, oh. Ja. Das kenne ich noch nicht. Oh, Kacke. Weg da. Ich habe nur noch einen Estus. Das ist ein bisschen schlecht. Fürstenasche und Seele eines Wolfsbluts. Was Aschefürst, Wächter des Abgrunds. Ein Achievement habe ich bekommen. Cool. Cool, cool, cool. Ja. Die Wolfsseele. Das ist der Wolf? Na Wolf, was machst du denn im Spiel? Der Herr Speer. Ach, ja. Lustig. Ich habe nämlich irgendwas gelesen, er hat das mal getwittert, der Wolf Speer. Hat gesagt, ja guck mal, warum bin ich denn im Spiel? Was ist hier los? Finde ich sehr lustig. Das geht auch für den Wolverus, das ist ja auch ein Wolf. Ich bin gerade unentschlossen. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe doch nicht in die unheimliche Gruft jetzt da runter. Was denkt ihr denn? Erstmal, wir gehen mal in den Nexus und gucken, was es gibt für die Seele. Was für eine Waffe. Ich will mich halt nicht festlegen. Ich will noch nichts eintauschen gegen die Seele. Aber die. Achso, die Seele lesen wir auch mal vor. Wie sieht's aus? Wo ist sie denn? Bin ich blind? Seele eines Wolfsbluts. Ich habe irgendwie gedacht, die wäre andersfarbig. Die Seele eines Wolfsbluts. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Bla bla bla. Das Blut war unter den Seelen der Wächter des Abgrunds weit verbreitet, aber ihre Seelen sind eins mit der Seele des Meisters der Wolfsblute. Oder so. Naja. Guck mal, was der sagt, der kleine Kerl. Was gibst du mir dafür? Oh, falsch, oder? Ja. Ich muss auf jeden Fall mal jetzt Stärke hochskillen, wenn ich das Schwert nutzen will, ne? Ist echt doof, da hinzulaufen zu dem. Kannst du denn nicht irgendwie eine Treppe hochziehen? Aha, thou returned. And a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Na klar. So, was hast du denn? Oh, der hat sogar diese Waffen. Ein Großschwert des Wolfsritters. Das braucht beides die Seelen. Seelen eines Dämons. Ja, Großschwert des Wolfsritters. Das Großschwert eines Ritters, der von der Finsternis des Abgrunds befleckt wurde und Meister des Wolfsbluts von Pharon ist. Der Wolfsritter war der erste der Wächter des Abgrunds und sein Schwert hat mehr Macht über die Kreaturen des Abgrunds. Schwert des Wolfs. In der Haltung ein normaler Angriff mit niedrigem Wirbelhieb oder ein schwerer Angriff mit Vorwärtssprung und vertikalem Saltohieb. Ach, der Saltohieb. Ja, der ist natürlich von Artorias, den kennen wir. Und das Pharon-Großschwert mit Dolch wahrscheinlich. Großschwert der Wächter des Abgrunds, das zusammen mit einem ungewöhnlichen Dolch geführt wird. Der Dolch in der linken Hand dient als Keil, das Großschwert wird in der rechten gehalten. Diese einzigartige Technik gleicht der von Pharons Untotenlegion und verwirrt den Gegner. Damit kann man parieren. Alles klar. Ja, cool. Also, wie gesagt, ich werde die Waffen nicht holen, weil man kann sich ja nur für eine entscheiden. Und deswegen... Lob. So, erstmal Stärke hier. Ja komm, machen wir gleich 18. Ist trotzdem doof mit der Belastung, dass ich immer wieder über 70 komme, egal was ich mache, ne? Mit zweiten kann ich es aber jetzt gut nutzen, oder?
Ich glaube, das X zeigt halt einfach nur, dass man es nicht mit einer nutzen kann, aber... Ach, keine Ahnung. So, ich kann mir echt kein Level-Up mehr leisten. Was kostet das noch, Mädchen? Sag mal, Mädchen hier, was well, kostet das? Well, ja, ein bisschen zu viel. Ein Tausender kostet das noch. Kann ich mir irgendwas leisten zu verkaufen? Ich glaube, ich kann auch leider nur das verkaufen, was ich im Inventar habe. Ich könnte ja auch einfach eine Seele ploppen. Wie sieht's aus damit? Was, die geben nur 10 die Augen. Das ist ja schade. Ich weiß noch, in Dark Souls 1 gaben die, glaube ich, 500 bei der Schlange. Ja, komm. Ich gucke erst nochmal rum. Ich rede mal mit den NPCs. Jetzt müsste ich ihm ja eigentlich auch bald mal das Buch geben können. Oh, hello. Go on. Die sagen immer dasselbe, dass ich gerade recht komme. Das ist so eine Verkaufsstrategie. Ich weiß es genau. Hast du vielleicht noch ein paar Waffen mehr übrig? Nee, ne? Keine neuen Waffen hat er. Aber Brandpfeile, das ist schon mal was. Goodbye. Ja, danke. Ich gehe nochmal zu meinem Zaubererfreund hier, zu dem Panzermann. I would do. Wahre Stärke entfalten. Ah, das geht sogar. Wie oft kann ich das denn machen, ist die Frage, ne? Hm. Na komm, ich nehme mal ein bisschen Belastbarkeit. Aber seht mal, das hat, glaube ich... Warte mal, das wird mich jetzt interessieren. Muss ich jetzt mehr Seelen ausgeben für den nächsten Level? Das wäre einerseits sehr doof, andererseits ist es aber auch ganz gut, weil dann kann ich das aufheben und kann mir wirklich für die teuren Level-Ups dann was holen, diese wahre Macht. Oh, kacke, ja, es steigt mit, wenn ich das auflevel bei ihm. War aber irgendwie klar. Na gut, Leute, ich höre mal hier auf. Schöner Boss. War jetzt ja auf Movement ausgelegt. Was ist denn los? Bin mal gespannt, wie die nächsten so werden. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust auf Humanoide mit Schwertern. Genau das wurde ja bekrittelt in den anderen Teilen. Mal sehen. Gut, bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3.